Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Supermarket Simulator und damit öffnen wir direkt mal den Laden. Wir haben nur noch 152 Dollar, ja, weil ich hier richtig viel Anware gekauft habe. Bei manchen Sachen ist es zwar auf Null, so wie hier bei den Kartoffeln, aber wir haben hier auch Kartoffeln. Das heißt, ja, wir haben überall mindestens zwei Sachen immer und das passt meiner Meinung nach und darüber können wir uns erfreuen. Das heißt, ja, wir müssen erstmal gucken, was wir überhaupt heute machen. Denn entweder holen wir uns eine neue Lizenz oder ja, erweitern. Ich bin tatsächlich für eine Erweiterung und wieder im Lager. Das haben wir zwar schon beim letzten Mal gemacht, aber die Produktlizenz kostet uns 1950. Die Rechnungen haben wir sogar noch. Ups, damit haben wir jetzt nur noch 13 Dollar. Und im Laden zu erweitern kostet 2600 Euro und das ist immens viel. Also ja, da ist vielleicht die Überlegung, hier einen Kredit aufzunehmen, weil das könnte länger dauern. Deswegen jetzt ganz schnell den Tag vorbeibringen und dann schauen, wie viel wir am Ende des Tages haben. Wir haben 21 Uhr und vor allem 2618 Dollar, wenn wir jetzt hier den Tag beenden. Wir haben absolute Rekordeinnahmen von Einkommen von 2600 Euro. Das ist der beste Tag überhaupt von uns jemals gewesen. Darüber erfreuen wir uns und deshalb schauen wir uns erstmal jetzt weiter um. Also mit Umschauen meine ich natürlich neue Ware bestellen und nach dem Marktpreis schauen. Die erste Bestellung kostet uns 594 Dollar. Die zweite Bestellung kostet uns 204 Dollar. Die dritte Bestellung kostet uns 240 Dollar. Die dritte und hoffentlich letzte Bestellung kostet uns 287 Dollar. Es war leider nicht die letzte Bestellung, aber das hier ist jetzt definitiv die letzte Bestellung mit 196 Dollar. Damit kaufen wir es schnell und damit haben wir jetzt auch nur noch 1000 Dollar. Also dieser Einkauf braucht schon immens viel, muss man dazu sagen. Also das ist wirklich absurd viel, wie viel das verbraucht von den Kosten her und. Deswegen, ja, haben wir schon sehr, sehr hohe Ausgaben, aber auch sehr hohe Einnahmen. Ich meine, wir haben jetzt erst gerade unsere Rekordeinnahme getätigt, die definitiv schon mal nach vorne blicken lässt und damit haben wir jetzt hier den Tag schon gestartet. Wir sind natürlich ready und ich habe mir überlegt, vielleicht doch die neue Produktlizenz zu kaufen. Hat aber gewisse Nachteile und zwar Käse, Kaffee mit einer hellen Röstung, Wasserflaschen, Eier und das hört sich eher nach einer Kühlung an. Das heißt, für uns persönlich heißt das auch gleichzeitig natürlich den Kühlschrank zu holen für 375 Dollar. Das heißt, wir brauchen nicht nur 1940, sondern fast 400 Dollar nochmal extra. Das heißt, circa 2500. Ja, und das ist viel. Das heißt, wir müssen mal wieder einen Tag sparen. Die letzte wurde jetzt abkassiert. Wir haben 3227 Einnahmen, beziehungsweise so ist unser aktueller Kontostand. Das heißt, wir beenden hier diesen Tag, haben insgesamt 2333 Einnahmen gemacht an diesem Tag und damit ja wieder unheimlich viel ja eingenommen. Somit müssen wir jetzt aber noch mal zum schwarzen Kaffee gehen. Da hat sich nämlich der Marktpreis gesenkt, als auch bei den anderen Sachen. Das werde ich mal wieder kurz alles machen, kurz auch nachbestellen. Zwar nicht viel, da wir ja noch was machen wollen und da wir jetzt so viel Geld haben, würde ich persönlich sogar vielleicht auf was anderes tendieren, muss ich ehrlicherweise gestehen. Vielleicht gehen wir, ja, erstens müssen wir hier mal die Rechnungen wieder bezahlen und zweitens wäre es, glaube ich, doch gar nicht mal so schlecht, vielleicht den Laden zu erweitern. Das heißt, wir müssen erstmal den Laden erweitern. Hier sind wir noch weiter weg, das heißt, wir machen es einfach jetzt schon. Wir machen es jetzt schon. 2600 Euro machen wir jetzt. Somit hat sich der Laden da hinten erweitert. Und das, ja, sieht jetzt hier nicht sonderlich gut aus, muss ich sagen. Aber man könnte es vielleicht als Vorteil nutzen. Denn wir könnten hier unsere Gefrierecke machen, fast schon. Also das heißt für uns jetzt hier, zack, einmal da was hinstellen. Den erstmal dahin, damit wir das hier wirklich perfekt hinstellen können. Das heißt hier, Moment, ich muss das besser sehen können. Das heißt, wir gehen hier hin, da, zack,
Machen es einfach mal so hin. Das kommt hier neben dran, würde ich sagen. Einfach mal so. Dann haben wir das jetzt hier neben dran, haben hier mehr Platz. Ja, was uns das aktuell bringt, weiß ich jetzt auch noch nicht, zumindest, weil hier mit den Kassen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Die Aufteilung gefällt mir. Man könnte vielleicht überlegen, das hier wegzumachen, aber hier ist auch der Lichtschalter. Also hier ist schon, ja, sozusagen die Zentrale. Deswegen mal schauen. Und jetzt auch erstmal schauen mit den Nachbestellen. Also Kartoffeln, so wie es aufschaut, brauchen wir auf jeden Fall. Und der Rest muss sich erstmal ergeben. Das heißt, ich bestelle jetzt erstmal nach. Die bestellen konnten wir leider nicht, das heißt für uns jetzt auf jeden Fall den Laden eröffnen, den Tag so schnell wie möglich vorbeibringen, damit wir wieder Geld haben, um nachzubestellen, und dann, ja, müssen wir erstmal uns umsehen nach der Ware, wie viel wir wirklich noch haben, denn aktuell ist jetzt schon zumindest teilweise der Laden ausverkauft. Der letzte Kunde wurde jetzt abkassiert, wir haben 2335,52. Damit beenden wir hier diesen Tag und haben 2315 plus gemacht. Also es wird von Tag zu Tag immer mehr, und das, obwohl wir noch nicht mal unser Sortiment erweitern. Aber auch wenn wir unser Sortiment noch nicht so groß erweitert haben, zumindest in dieser Folge, haben wir trotz alledem, finde ich, leichte Geldprobleme fast schon. Auch wenn wir mittlerweile Rekordeinnahmen machen, ist halt immer mehr ausverkauft und wir können das bald alles nicht mehr stemmen, weil hier habe ich erst richtig viel nachgekauft. Hier ist fast alles wieder komplett leer. Dasselbe gilt auch für hier. Also ich muss eigentlich überall mindestens immer eine Bestellung jetzt nachbestellen. Ja, ich kann das, glaube ich, fast überall weglassen. Also bis auf hier dieses eine Müsli-Ding kann ich überall mindestens einmal nachbestellen, und das werde ich auch schnell machen. Wir haben 2181, ich bin gespannt, wie viel wir gleich noch haben. So, wir haben von jeder Sache einmal eingekauft, wir haben nur noch 617, und ja, hier sind alle Pakete und die müssen jetzt einsortiert werden. Die letzte Bestellung wird exakt jetzt einsortiert. Wir haben nur noch 617 und ja, unser Lager ist immer noch gefühlt leer. Also hier ist 0, da ist 1, da oben Toilettenpapier ist einmal auch 0, hier ist 0, hier auch nur 1, hier ist 0, da und ist überall 0. Das heißt, wir müssen nochmal nachbestellen. Ich werde es auch nochmal nachbestellen. Ich hoffe bloß, dass wir nicht über 617 Dollar kommen. Die erste Bestellung kostet uns 187 Dollar. Die darauffolgende Bestellung kostet uns 307 Dollar. Das ist auch, ja, erstmal die letzte. Ich werde heute nichts mehr bestellen und das schnell einsortieren und dann einfach mal den Tag laufen lassen, um wieder Geld zu haben. Das heißt, ich eröffne und sortiere gleichzeitig mal ein. Die letzte wird jetzt abkassiert. Wir haben wieder 2327, also die Einnahmen gehen komplett steil. Genau, und ich hoffe, das Lager ist diesmal nicht so leer, damit sich das auch relativ gelohnt hat. Naja, ja, okay. Also es geht, es ist nicht mehr so ausverkauft wie gestern, also beziehungsweise am heutigen Tage. Wir beenden auch den heutigen Tag und haben insgesamt 2252 Dollar plus gemacht. Das ist also auch wieder exzellent. Zwar nicht so, ich glaube, nicht so viel wie am Vortag, aber trotzdem sehr, sehr stark. Damit würde ich aber sagen, war's das von dieser heutigen Folge. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben Rekordeinnahmen gemacht. Wir haben unser Lager nicht erweitert, sondern unseren Laden. Aber trotzdem bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden. Beim nächsten Mal kümmern wir uns höchstwahrscheinlich um eine neue Produktlizenz, die 1950 kostet. Wir könnten hier auch nochmal kurz die Sachen bezahlen. Denn das Wachstum mit 4400 ist definitiv zu teuer. Was vielleicht noch machbar wäre, wäre das Lager. Das muss ich mir nochmal überlegen. Entweder die Lizenz oder das Lager wird erweitert. Vielleicht auch beides. Wir werden es ja dann sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.